Hallöchen, ich bin heute mal wieder in der Lage, mit euch ein paar Worte zu wechseln. Hab ja sonst immer sehr viel Stress und zu tun. Gerade jetzt im Moment kommen sehr viele auf mich zu, die eine Mutter-Kind-Kur für 2017 in den Sommer beantragen wollen. Und in den letzten Tagen hatte ich sehr viele Menschen, die immer eine vorfristige Maßnahme brauchen, also wo noch nicht mal 2 Jahre um sind. Und dazu wollte ich euch Folgendes erklären. Eine vorfristige Maßnahme bekommt man über die Krankenkasse ausschließlich dann, wenn man auch besondere Belastungen hat. Also entweder ein pflegebedürftiges Kind, eine schwere Erkrankung eines Kindes, wo man eben öfter im Krankenhaus mit bei sein musste, oder eine ernstzunehmende Partnerschaftsproblematik oder ganz schwere psychosoziale Belastung, eine Mehrfachbelastung. Dann kriegt man eine Vorfristigkeit vielleicht hin. Aber ihr dürft nicht vergessen, das ist keine Pflicht eurer Krankenkasse. Einige bekommen von euch so einen Abschlussbericht von der alten Kurklinik und da steht dann drin, bitte kommen Sie doch in 2 Jahren wieder. Das stimmt, ihr braucht das auch wahrscheinlich. Aber die Krankenkasse, die wird das nicht berücksichtigen. Sie gucken einfach nach euren jetzigen aktuellen Stand und was für besondere Belastungen ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel nur ein Kind habt, reicht es nicht aus, wenn ihr alleinerziehend seid, weil es gibt Millionen von Müttern, die ein Kind haben und alleinerziehend sind. Also da ist trotzdem die gesetzliche Anforderung erst nach 4 Jahren, also die Pflicht. Es müssen noch weitere Komponenten dazugehören, also so, dass ihr auch klar deuten könnt, ich habe eine besondere Belastung im Vergleich zu anderen. Deswegen brauche ich früher eine Kur. Wenn zum Beispiel einer eine ambulante Gesprächstherapie hat, wo er zweimal die Woche irgendwelche psychischen anstrengenden Gespräche hat, kann man das auch als besondere Belastung würdigen. Aber wenn ihr nichts habt, dann reicht das nicht aus, wenn ihr nur ein Kind und alleinerziehend seid. Dann kriegt ihr einfach keine Bewilligung. Versuchen kann man das zwar immer und mehr als ablehnen können sie nicht, das ist klar, aber geht bitte doch nochmal in euch und guckt mal, was könnt ihr für Belastungen angeben, die außerordentlich verstärkt sind. Weil das braucht man, um eine vorfristige Bewilligung zu bekommen. Also, dann bis dann erstmal. Tschüss, Hadde, auf Wiedersehen, wir sehen uns. Und wer Hilfe braucht, der wendet sich an mich. Also ich helfe natürlich immer und gerne und versuche mein Möglichstes, um auch eine Bewilligung zu bekommen. Aber vergesst nicht, ich bin nicht die Krankenkasse. Ich bin nur eine Beratungsstelle und dafür aber eine gute. Dann bis dann. Tschüssi.